Das ist gar nicht gut. Der muss doch zum Vorspielen bei den Bikini-Bottomer Philharmonikern. Was sollen wir nur tun? Oh, wir müssen einen anderen Thaddäus im Labor erschaffen. Mein Freund, du bist ein Genie. Nein, leider nicht. Das hat nicht funktioniert. Oh nein, wir haben Wasser und Welle in Bewegung gesetzt und wir haben trotzdem versagt. Wenn wir doch nur in Thaddäus reinkriechen könnten, dann könnten wir ihn bewegen wie eine Marionette. Das ist es. Wir können in Thaddäus reinkriechen und ihn bewegen wie eine Marionette. Echt? Von wem kommt denn die bescheuerte Idee? Von dir. Also ich finde, sie klingt sehr gut. Danke, das reicht. Nächster. Er ist einfach großartig. Was ist denn los hier? Wo bin ich? Ich bin beim Vorspielen. Ich spiele, aber ich habe keine Kontrolle darüber. Ich fühle mich, als hätte etwas Besitz von mir ergriffen. Was ist los auf einmal? Ich kann es dir auch nicht sagen, aber ich verliere die Kontrolle. Muss die Kontrolle erlangen. Das ist eine ungewöhnliche Art zu spielen, aber wie auch immer, der Klang ist ganz einfach wunderbar. Patrick, ich glaube, ich kann sein Gehirn nicht mehr lange steuern. Ich hab's auch nicht mehr im Griff. Was war das? SpongeBob? Patrick, ihr seid in mir drin? Wie ist das passiert? Geht raus aus meinem Hirn und du aus meinem Körper. Raus hier. Sag ich euch, ich werde euch sowas von vermöbeln. Sie sind ein Magier, ein wahrer Magier der Musik. Ich? Oh. Ja! Ja! Oh, versetzen Sie uns in Ekstase, Maestro. Ach, wie ich euch beneide, gemeines Volk. Denn euch wird die glorreiche und einmalige Ehre zuteil, niemand anderen als mich, Gustav Muschler Symphonie Nummer 5 in Cis-Moll spielen zu hören. Denn ich habe alles unter Kontrolle. Da muss ich wohl die Schraubstock-Tentakel-Methode anwenden. Viel besser. Jetzt wird kein Wind mehr durch diese Lücke pfeifen. Und ich habe endlich meine Ruhe. Toll. Vielen Dank, Dr. Thaddäus. Hey, ohne die Lücke klingt meine Stimme ja fast schon. Cool. Soundcheck, Test 1, 2, 3. Mit der Stimme muss ich nicht mehr pfeifen, Leute. Damit muss ich singen. She's all Rudy. Get up. Oh, wo kommt diese wunderbare himmlische Stimme denn her? Ich muss her. Oh, zum Kugelfischlein muss dieser Schwachkopf mir immer alles vermasseln. Was für eine traumhafte Stimme. Oh, Wahnsinn, die swingt. Hey, sieh mal einer an. SpongeBob ist jetzt total cool. Vielleicht kann ich SpongeBob dazu benutzen, um mit all den coolen Leuten im Jazzclub in Kontakt zu kommen, ja? Den nächsten Song singe ich für die Ladies. Dein Solo, Thaddäus. Ich beginne dieses Solo auf einem hohen Ton. Ah!
Ich sag doch, der Typ riecht lahm. Schön, wenn ich nicht mehr cool sein darf, dann gilt das auch für SpongeBob. Danke. Hey, meine Zahnlücke ist wieder da. Was ist denn auf einmal hier los? Hey, seht ihr? Er ist nicht cool. Er ist ein Spießer. Er ist ein Mörder, wendender Betrüger. Entschuldigung. Hast du das gehört? Mein Pfeifen ist auch zurück. Wer will schon singen, wenn er schön pfeifen kann? Was ist hier los? Warum schnippt ihr? Hört auf damit! Das ist der korrekteste Sound, den ich je gehört habe, Mann. Folgen wir dem Beispiel von dem coolen Typen. Wisst ihr was? Wenn ihr das, was der Schwammdeck da grad macht, für cool haltet, dann hat es sich mit dem Coolsein für mich erledigt. Oh nein, diesmal schleißt du dich nicht davon, bevor du den Schaden bezahlt hast, verstanden? Daddy-O? Das ist mir. Ich grüße Sie, Herr Tentakel. Ich bin Frederick T. Tinneff, weltmeerberühmter Kunstkritiker. Ich vermute, das ist Ihr Kunstwerk. Oh ja, das ist es, in der Tat. Dieses Werk steht für meinen Kampf um die Geltung meines Genies inmitten der Geistlosigkeit der Weltmeere. Erleben Sie die Venus von Thaddäus. Umwerfend, nicht wahr? Meine wohlüberlegte Meinung ist, ich muss Ihr Künstlerbarett konfiszieren. Was? Nicht doch, das können Sie nicht machen. Tut mir leid, das sind wahre Künstler, die ich suche. Ich bin ein Künstler, hurra! Was höre ich da, ein Künstler? Was? Nein, kommen Sie zurück! Welcher der beiden Herren ist denn der Künstler? Das sind wir beide, macht jede Menge Spaß. Wollen Sie es nicht auch mal versuchen? Ich bin Kritiker. Ich versuche mich nicht an Dingen, ich beurteile sie. Ich fälle Urteile, zum Beispiel auch über Ihr Werk. Langweilig. Nicht beurteilen! Heilige Seehechtsuppe mit Steinbeißer, das ist so unglaublich primitiv und naiv. Sie sind ein wahres Genie. Ist das gut? Ich gebe Ihnen $500 dafür. Und den Hut da. Hey! Sie sind ein meisterlicher Künstler, mein Freund. Sie können dieser Fischnase keinen Künstlerhut aufsetzen. Wer ist hier der Kritiker, hm? Wow, hast du das gerade gehört? Patrick ist ein Künstler. Also gut, was willst du denn dann? Keine Ahnung, ich fühle mich so uninspiriert im Moment. Hi, mein Bester, bestellst du gerade einen leckeren Krabbenburger? Ach, ich weiß auch nicht, ich steck in einer schöpferischen Krise. Das tut mir leid, wie schrecklich für dich. Los, jetzt bestell endlich was! Okay. Ich möchte neue Ideen, um das öffentliche Interesse an meiner Kullerkunst zu befriedigen. Aus dem Angebot. Such dir etwas aus dem Angebot aus. Wir servieren hier keine künstlerischen Ratschläge. Wieso steht's dann an der Tafel da oben? Was denn? Wie jetzt? Los, mach deine Arbeit, Thaddäus. Weißt du was? Konzentrier dich auf deinen Burger. Was? Oh, natürlich. Es ist doch offensichtlich im Grunde. Das hätte mir schon viel früher auffallen müssen. Thaddäus ist ein Genie. Nun weiß ich endlich, was ich tun muss. Brillant.
Ein solches Beispiel an ungeschliffener Kreativität gab es noch nie. Das wird die Kunstwelt auf den Kopf stellen, oh ja! Hiermit erkläre ich dieses Werk zum nächsten großen Ding! Nächsten großen Ding! Ding! Du hast es geschafft. Du hast deine Inspiration wieder. Vor allem brauche ich gleich mehr von diesen Burger-Dingern. Alles klar, Kumpel. Scheine, große, kleine, kommt zu mir, bald seid ihr meine. Ja, was zum... SpongeBob! Patrick! Was geht hier vor sich? Das ist meine Kunst. Ich kaufe hier Krabbenburger ein für $3 und dann verkaufe ich sie für $50 weiter. Und erneut. Warum ist er so böse, Thaddäus? Ich habe doch nur deinen Ratschlag befolgt. Was? Das war also deine Idee, hä? Eine neue Ladung ganz frischer Krabbenburger Kunstvorlagen. Sehr gut, Minion. Das wären dann $50. Das ist wirklich preiswert. Und hier ist Ihr Burger. Noch ein Kunstburger, bitte, Herr Star. Es ist so eine Ehre, Sie kennenzulernen. Kann ich mir gut vorstellen. Hey, Lehrling! Machst du mal eben noch eins meiner Meisterwerke, guter Mann? Wenn du tüchtig bist und dich ranhältst, wird aus dir vielleicht auch mal ein Künstler. Oder auch nicht. Da fehlt einfach der Glanz. Meine Damen und Herren, seht und staunt über meine wunderbaren Gemälde. Entschuldigung, ich hätte gern Ketchup. Guck lieber meine Kunst an, du Kleidhüte! Ich weiß nicht mehr, wie du mir diese Kunstausstellung aufgequatscht hast. Aber ich weiß, dass dieser Spuk jetzt ein Ende haben muss. Das können Sie doch nicht machen, Chef. Warten Sie, bis er ein paar Bilder verkauft hat. Kaufen Sie bedeutende Kunstwerke. Sehen Sie den Ausdruck meines Leidens und meiner Verzweiflung. Diese Narren erkennen ein Meisterwerk nicht einmal dann, wenn sie es direkt vor Augen haben. Dann muss ich sie wohl mit der Kraft meiner Kunst konfrontieren. Staunen Sie über diese Schönheit. Auf geht's, Larry. Ran an diesen Salat. Auf geht's, Larry. Ran an dieses Kunstwerk. Meine Augen! Diese Schmerzen! Mr. Krabs, Thaddäus ist unser Freund. Und seine Bilder sind zu billig. Sie sollten eins kaufen, nur um nett zu sein. Alles gut. Nett sein? Nett sein? Ich schmeiß doch mein Geld nicht für nett sein raus. Denken Sie dran, wie wertvoll diese Bilder vielleicht mal werden. Wertvoll? Wie meinst du das? Wenn Kunstwerke älter werden, werden sie oft auch teurer. Die Bilder von Thaddäus könnten irgendwann Millionen wert sein. Millionen? Ich bin ein bedeutender Kunstsachverständiger und ich sage Ihnen, diese sogenannte Kunst wird nie irgendetwas wert sein. Hey, wenn Eugene Krabs irgendwas nicht tut, dann... Geld verlieren. Irgendwas muss ich doch tun können, damit diese Kunst bares Geld wert ist. Ich habe meine Werke alle verkauft. Diese Handvoll Kleingeld macht mich zu einem ernsthaften Künstler. Wer hätte gern das Autogramm eines kreativen Genies? Nun ja, Gemälde werden oftmals deutlich wertvoller, wenn der Künstler nicht mehr unter uns weilt. Sie können sich sicher ein Bild davon machen. Oh ja, das kann ich in der Tat.
Mir fällt da auch schon ein Motiv ein. Obacht, hier betritt ein Künstler den Raum. Auch Obacht, hier liefere das aus und zwar hurtig. Was? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich bin Künstler und nicht Ihr Handlanger für wie auch immer geartete niedere Tätigkeiten. Oh, seien Sie nicht so nieder zu Thaddeus, Mr. Krabs. Ich liefere das aus. Nein, der Herr Thaddeus ist doch jetzt ein ernsthafter Künstler. Und ein ernsthafter Künstler kann doch einfach alles, oder? Also, das war ekelerregend. Und wer möchte mit mir über meinen Farbauftrag und meinen Pinselstrich sprechen? Ich habe alles getan, was ich konnte, um dich möglichst unversehrt von hier verschwinden zu lassen. Aber nun wirst du zur Gefahr für mein Bargeld. Hey, wie wär's mit ein wenig Unterstützung für deinen Chef? Rennen Sie schnell hinterher, Chef! Da! Nur ein bisschen langsamer als Thaddeus. Zerstör deine Gemälde, bevor Mr. Krabs zurück ist! Nein, ich kann das nicht! Sie sind alle viel zu großartig! Hey! Rühr bloß meine Bilder nicht an, ja? Oh, es tut mir leid, Bilder, aber entweder ihr oder ich... Ja, also das ist wahre Kunst. Was, wirklich? So voller ursprünglicher Leidenschaft und so riskant. Ja, yeah, spürt meine Kunst. Lass meine Armbilder in Ruhe, du Monster. Nicht doch. Das war mit Abstand das spannendste Stück Performance-Kunst, das ich je gesehen habe. Ach ja, aber dann ist das doch Millionen wert. Hey, aus dem Weg, ja. Puh, oh Mann. Also, und wie viel rücken Sie raus für all das? Gar nichts. Performance-Kunst ist ein Werk des Augenblicks. Ihr Wert ist rein ideell. Was? Warten Sie! Kommen Sie zurück, Sie Verlogener! Oh je, Mr. Krabs! Thaddeus! Tja, und so erwarb ich am Ende dieses Meisterwerk. Ich bin ein Künstler. Und ich bin reich. Und ich habe assistiert. Ich grüße Sie, Herr Tentakel. Ich bin Frederick T. Tinneff, weltmeerberühmter Kunstkritiker. Ich vermute, das ist Ihr Kunstwerk. Oh ja, das ist es, in der Tat. Dieses Werk steht für meinen Kampf um die Geltung meines Genies inmitten der Geistlosigkeit der Weltmeere. Erleben Sie die Venus von Thaddeus. Umwerfend, nicht wahr? Meine wohlüberlegte Meinung ist, ich muss Ihr Künstlerbarett konfiszieren. Was? Nicht doch, das können Sie nicht machen. Tut mir leid, es sind wahre Künstler, die ich suche. Ich bin ein Künstler, hurra! Was höre ich da, ein Künstler? Was? Nein, kommen Sie zurück! Welcher der beiden Herren ist denn der Künstler? Das sind wir beide, macht jede Menge Spaß. Wollen Sie es nicht auch mal versuchen? Ich bin Kritiker. Ich versuche mich nicht an Dingen, ich beurteile sie. Ich fälle Urteile, zum Beispiel auch über Ihr Werk. Langweilig. Nicht beurteilen! Heilige Seehechtsuppe mit Steinbeißer, das ist so unglaublich primitiv und naiv. Sie sind ein wahres Genie. Ist das gut? Ich gebe Ihnen $500 dafür. Und den Hut da. Hey! Sie sind ein meisterlicher Künstler, mein Freund. Ich überlege mir ernsthaft, einen Krabbenburger zu bestellen. Ein Krabbenburger. Ich frag mich nur, ob das nicht zu vorhersehbar wäre. Also gut, was willst du denn dann? Keine Ahnung. Ich fühle mich so uninspiriert im Moment. Hey, mein Bester, bestellst du gerade einen leckeren Krabbenburger? Ach, ich weiß auch nicht. Ich steck in einer schöpferischen Krise. Das tut mir leid, wie schrecklich. Los, jetzt bestell endlich was! Okay, ich möchte neue Ideen, um das öffentliche Interesse an meiner Kullerkunst zu befriedigen. Aus dem Angebot. Such dir etwas aus dem Angebot aus. Wir servieren hier keine künstlerischen Ratschläge. Wieso steht's dann an der Tafel da oben? Was denn? Wie jetzt? Los, mach deine Arbeit, Thaddeus. Weißt du was? Konzentrier dich auf deinen Burger. Was? Oh,
Oh, natürlich. Es ist doch offensichtlich im Grunde. Das hätte mir schon viel früher auffallen müssen. Thaddäus ist ein Genie. Nun weiß ich endlich, was ich tun muss. Brillant! Ein solches Beispiel an ungeschliffener Kreativität gab es noch nie. Das wird die Kunstwelt auf den Kopf stellen, oh ja! Hiermit erkläre ich dieses Werk zum nächsten großen Ding! Nächsten großen Ding! Du hast es geschafft. Du hast deine Inspiration wieder. Vor allem brauche ich gleich mehr von diesen Burger-Dingern. Alles klar, Kumpel. Scheine, große, kleine, kommt zu mir, bald seid ihr meine. Ja, was zum... SpongeBob! Patrick! Was geht hier vor sich? Das ist meine Kunst. Ich kaufe hier Krabbenburger ein für $3 und dann verkaufe ich sie für $50 weiter. Und erneut, ha. Warum ist er so böse, Thaddäus? Ich habe doch nur deinen Ratschlag befolgt. Was? Das war also deine Idee, hä? Hier ist eine neue Ladung ganz frischer Krabbenburger Kunstvorlagen. Sehr gut, Mignon. Das wären dann $50. Das ist wirklich preiswert. Und hier ist Ihr Burger. Noch ein Kunstburger, bitte, Herr Star. Es ist so eine Ehre, Sie kennenzulernen. Kann ich mir gut vorstellen. Hey, Lehrling! Machst du mal eben noch eins meiner Meisterwerke, guter Mann? Wenn du tüchtig bist und dich ranhältst, wird aus dir vielleicht auch mal ein Künstler. Oder auch nicht. Da fehlt einfach der Glanz. In tiefer See erblickte unser Held als Tintenfisch das Licht der Welt. Ein talentierter Oktopus mit Potenzial im Überfluss. Ich möchte das Doppelkrabbenmenü mit Extratang. Weg da, los, los, verschwinde! Was hab ich dir gesagt? Mach deinen Job oder ich setz dein Stück ab. Na schön. Doch aus Berufung wurde Qual, seitdem er leidet in diesem Lokal an fettigem Fraß und zuckrigen Getränken, die dumpfes Volk konsumiert, ohne nachzudenken. Pfui, Spinne! Ich frag euch, war das in der Schöpfersinne? Jaha! In der großen Krabbe war sein Talent verschwendet. Entschuldigung, krieg ich noch eine Cola? Nein, die kriegst du... Thaddäus? Ja, natürlich. Aber wer, frag ich, wer nur benetzt meine dürstende Seele mit Kultur? Ich hab keine Ahnung, Mann. Echt keine Ahnung. Sein Leben lag in Trümmern und kein Fisch, kein Schalentier wollte sich um unseren Helden kümmern. Hey, auf meinem Krabbenburger ist kein Ketchup drauf. In der Tat, sieht ganz so aus. Katastrophe, welch ein Graus, da hilft kein Gaffen. Ich muss Abhilfe schaffen. Möchte auch nur einer von euch mit mir tauschen? Ja, mal, du bringst dem Gast einen neuen Krabbenburger mit Ketchup. Na los, und vergiss nicht, ihm den zu berechnen. Und mein Chef kann sich nur an seinem Geiz berauschen. Wie war das, Herr Thaddäus? Mr. Krabs, ich spiele eine Rolle. Oh, na, wenn das so ist, in Ordnung. Aber bring ihm einen Krabbenburger. Na schön, SpongeBob, einen Krabbenburger mit Ketchup. Und nun wird mein Los erst richtig grob, wenn ich arbeiten muss mit diesem Bob. Ich hab meinen Text vergessen. Du hast doch gar keinen Text. Ach so? Mach dir keine Gedanken. Sei einfach du selbst. Oh, na, das hab ich drauf. Ein Krabbenburger kommt sofort. Oh,
was ist das? Verpackungsmüll in meiner Küche? Oh, der Mülleimer ist voll. Da rufe ich doch besser die Müllabfuhr. Iep, 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 iep. Ausgezeichnet. Dankeschön dafür. Plötzlich wird Hoffnung in ihm geweckt. Hey Mann, wo ist mein Krabbenburger? Doch sein Genie blieb weiter unentdeckt. Hey, wird's bald, Mann. Ich will jetzt meinen Burger. Ja, ich auch. Er wurde missachtet, respektlos behandelt, fast gar verachtet, ignoriert. Nicht respektiert, verkannt, verstoßen, verlacht voller Hohn. Und das Schlimmste dabei ist, bei magerstem Lohn. Das ist wahr. Deswegen ist es ja so lustig. Er ist fertig. Bestell. Darüber hinaus. Oh, darüber hinaus, was? Nirgendwo zu Haus. Sein Talent wurde verschwendet. Sein Leben lieb und vollendet. Nun mach endlich hinne. Wir wollen Krabbenburger. Wir wollen Krabbenburger. Thaddäus, du hast den Kunden ihre Krabbenburger noch nicht serviert. Also gut. Wo bleiben denn die Burger? Was habe ich getan? Hat mich die Verlockung der Bühnenluft von meinen geliebten Burgern abgelenkt? Thaddäus, verzeih mir, der Glanz des Rampenlichts hat meine wahre Berufung überschattet, die darin besteht, jeden einzelnen Krabbenburger so perfekt zu braten wie nur möglich. Aha. Nein, Thaddäus, nicht doch. Diese Burger sind nicht zum Verzehr geeignet. Hier, guten Appetit! Oh. Also echt mal, die ganze Warterei für sowas? Also bitte, ja, hier weiß doch keiner, was gut ist. Und wenn er es um die Ohren gehauen kriegt. Ah! Hey, von meinen Ohren war nicht die Rede. Also dafür hat sich das Warten noch gelohnt. Ich nehme noch mal zwei. Ich will auch noch fünf. Ich will auch irgendwas auf ihn werfen. Das dicke Ende. Thaddäus! Thaddäus! Ich habe gute Neuigkeiten. Das Stück ist so ein Erfolg, dass wir es noch zwei Abende spielen. Eine Matinee gibt's auch. Viel Glück für morgen. Bald werden sie in Stein verewigt sein. Was soll denn das werden? Ich bin schüchtern. Ich soll sie doch darstellen, oder glauben Sie, diese Skulptur erschafft sich von selbst? Oder wollen Sie das Geld nicht, das diese Statue Ihnen bringt? Wie wär's so? Nö. Oder so? Nö. Oder so? Nö. Oder so? Nö. Komm schon, sei doch nicht so. Gute Güte, bleiben Sie genau so. Rühren Sie kein Glied, verstanden? Und wie lange muss ich jetzt so stehen bleiben? So lange, wie es dauert. Mach weiter, ich geb gleich den Geist auf. Es ist vollbracht. Wunderbar. Auf geht's, enthülle es. Sie halten wohl besser eine Sonnenbrille bereit, sonst werden Sie geblendet von meinem Genie. Ja, ja, zeig schon her. Voila.
Was soll das bitte schön sein? Das ist ein Meisterwerk. Ich habe aber keinen Mund in meinem Bauch. Was er darstellt, ist das knirschende, klaffende Maul der Konsumgesellschaft. Und die Löcher, die es ins Innere von uns allen reißt. Das Werk heißt Unterdrückung. Warum auch immer. Ist es sicher, wenn Kinder drauf rumklettern? Das ist Kunst und kein Spielzeug! Ein Testlauf schadet sicher nichts, bevor wir die Öffentlichkeit drauf loslassen. SpongeBob! Melde mich zum Dienst, Sir. Was ich von dir will, ist, dass du ordentlich herumtollst an diesem komischen Dings da. Das hier ist kein komisches Dings da. Das ist Kunst! Ich hab sie klar und deutlich verstanden. Klar und deutlich. Ja! Wow, ganz schön schwer. Also hör mal, ich kann doch keine Kinder spielen lassen auf dieser Vernichtungswaffe. Da werde ich doch verklagt bis zum Weltuntergang. Was denn? Sie wollten doch ein Kunstwerk und jetzt haben Sie eins. Ein Kunstwerk, was ich hier sehe, ist ein Werk des Wahns. Mr. Krabs, dürfte ich vielleicht einen Vorschlag machen? Hast du was gehört? Muss ich das denn noch aushalten? Solange, wie Sie so viele Burger verkaufen wollen. Ich finde, Sie sehen toll aus, Chef. Geradezu goldig. Willst du nun eigentlich was über Kunst lernen oder nicht? Entschuldigung, ich höre jetzt zu. Na gut, also weiter. Und jetzt pass gut auf. Sieh dir diesen Marmor an. Stell dir die Skulptur vor, die du schaffen willst. Dann vorsichtig. Ist das so in Ordnung? Das ist wunderschön. Ich meine, das hier ist doch keine richtige Skulptur. Eine gute Skulptur braucht mehr Zeit. Du kannst nicht einfach so vor dich hinbildhauern. Du musst gewisse Regeln befolgen. Sonst wirst du dein ganzes Leben lang ein erbärmlicher Dilettant bleiben. Und überhaupt ist die Nase falsch. So, und nun ist es Kunst. Genau, das ist so offensichtlich. Da hätte ich nie dran gedacht. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin doch der Schüler und trotzdem habe ich dich hochnäsig missachtet. Nie werde ich so ein großer Künstler sein wie du. Ich verdiene deinen Unterricht nicht. Ich verdiene auch deine Gegenwart nicht. Guten Tag, mein Herr. Tut mir leid, der Kurs ist zu Ende. Sie sind zu spät. Oh, ich muss mich entschuldigen. Wo sind denn meine Manieren? Mein Name ist Gerd G. Geldspeicher. Ach, der weltberühmte Kunstsammler? Der eine und einzige. Ja, aber was tun Sie denn hier? Ich bin auf einem Einkaufsbummel. Ich kaufe Kunst für mein neues Museum. Hier sind Sie genau richtig. Ich bin der größte Künstler in Bikini Bottom. Das hier trägt den Titel Der geflügelte Thaddäus. Ich glaube nicht ganz, dass das zu den anderen Stücken in meiner Sammlung passt. Warum nicht? Na, weil es eine Kunstsammlung ist. Wie wär's mit dem hier? Es heißt Ein Hauch von Tüll. Oder er gehört in den Müll. Pardon, das habe ich wohl übersehen. Ich denke, ich werde jetzt wieder... Was ist denn das? Moment, halt, das ist nicht, das ist... Himmlische Form, erstaunliche Details und perfekt zensiert. Das ist das Werk eines genialen Meisters. Ja, aber was ist denn das? Das ist der einzige Makel. Ach, so ist es viel besser. Ich muss einfach den Künstler finden, der das geschaffen hat. Ihm soll Ruhm zuteil werden. Ruhm. Reichtum. Reichtum. Alles, was sein Herz begehrt. Wirklich alles? Ich bin's. Ich hab das geschaffen. Ich seh's schon vor mir. Ihr Name in den prestigeträchtigsten Museen der Welt. Mein Lieber, ich mache Sie unsterblich. Und jetzt schaffen Sie das Ding in mein Auto. Ja, ein wenig Hilfe wäre nicht schlecht. Ah, mein Ruhm.
Mein Reichtum, meine Haare. Na ja, ein kleines Ärgernis ist das ja schon. Aber für einen Künstler ihres Ranges ist das doch gar kein Problem. Dann meißeln Sie den Typen eben nochmal. Ja, na gut, ich glaube, wir machen einfach mit dem Marmor weiter. Zunächst muss sich der Künstler konzentrieren und sich ein Bild von seinem Werk machen. Endlich hast du es kapiert. Er muss den Marmor umarmen. Genau. Er muss den Marmor riechen. Nun ja, okay. Er muss den Marmor ablecken. Er muss den Marmor waschen. Er muss mit dem Marmor ausgehen. Er muss wie der Marmor sein. Jetzt hab ich's. Ich sehe die Skulptur schon vor mir. Ran ans Werk, Kumpel. Mit diesen Werkzeugen gebäre ich ein Kunstwerk. Oh ja, bitte. Halt, da fehlt noch was. So, jetzt ist es Kunst. Und, was hältst du davon? Lass es einen Moment lang auf dich wirken, dich überwältigen. Ja!